Herzlich willkommen aus dem Jutz in Nendorf zum virtuellen Osterferienprogramm 2021. Ich bin der Reini. Ich bin Jana. Und ich bin der Dominik. Und heute zeigen wir euch, wie man einen leckeren Apple-Pie macht. Viel Spaß! Okay, als erstes stellen wir euch mal das sogenannte Equipment vor, also die Dinge, die ihr braucht, um das überhaupt fertig zu machen. Wir brauchen also zwei Schüsseln, und zwar eine Schüssel, um den Teig umzurühren, und eine Schüssel später für die Streusel. Dann brauchen wir so eine schöne Schwingform, die man hier auch mal zumachen kann. Und eine Küchenwaage wäre ganz praktisch, um abzumessen, wie das ist mit den Maßeinheiten, ein Spatschäler, um die Äpfel zu schälen, und einen Mixer. Genau, das brauchen wir als, und natürlich ein paar Ofen. Natürlich ein paar Ofen. Ja, genau. Für den Teig unseres Apple Pies benötigen wir Mehl, Äpfel, Milch, Salz und Zucker, Backpulver und Vanillezucker, Eier und Margarine. Ja, und für die Streusel, die ja nachher oben drauf kommen, brauchen wir noch einmal Mehl, Zucker, Vanillezucker und ein bisschen Margarine. Und alternativ, wer das mag, also wir können es nachher nicht vormachen, weil Jana eine Allergie dagegen hat, aber man könnte auch ein bisschen Kokosöl dazu nehmen, statt der Margarine dann. Das erkläre ich euch aber später nochmal. Ja, kurz was in eigener Sache. Wir kommen gerade von der Testung. Wir haben gerade einen Corona-Test gemacht, der negativ ausgefallen ist. Das heißt, ab jetzt können wir die Videos für euch ohne Maske machen. Da versteht ihr uns besser und das Gesicht zu sehen ist ja auch besser, als immer mit einer Maskenschnude rumzulaufen, ne, Jana? Ja. Eindeutig. Jetzt kommen wir zur lang ersehnten Revanche zwischen Reini und Jana. Was letzte Woche passiert ist, seht ihr hier. Fertig. Auf mein Kommando geht es wieder los. 3, 2, 1, los! Hier sehen wir jetzt verschiedene Schältechniken. Bei Jana längs, bei Reini quer. Wer wird das Duell für sich entscheiden können? Reini, der Apfel ist noch nicht fertig, da ist noch ein kleines Stück. Da. Fertig. Okay. Wie wir sehen können, hat Reini das knapp gewonnen. Wir brauchen 3 Äpfel, deshalb habe ich einen nochmal nachgeschält. Und diese Äpfel müssen jetzt geviertelt werden. Dann schneidet man das Gehäuse raus. Und dann teilt man sie nochmal durch, sodass es schöne kleine Apfelscheiben gibt. Und wenn hier noch so ein bisschen Schale dran ist, das ist nicht so schlimm, aber es sieht besser aus, wenn es natürlich alles gleichmäßig ist. Der Ofen wird vorgeheizt auf 175 Grad. So, wir machen jetzt den Teig. Dafür haben wir die Zutaten schon mal abgewogen.
Wir brauchen 100 Gramm Margarine, 100 Gramm Zucker, die Viertel rein jetzt. Dann brauchen wir eine Packung Vanillezucker. Zwei Eier. Der wird jetzt noch einmal frisch aufgerührt. Aufgerührt. Und dann kommt ja etwas, worauf wir eigentlich schon die ganze Zeit warten. Man nimmt diese Mixstäbe raus. Jana, freust du dich schon? Ja. Jetzt kommt das dritte Battle. Eins, zwei, drei. Meins ist aber ganz sauber. Okay, alles okay. So, jetzt machen wir die Streusel für den Apple Pie. Dann nehmen wir zunächst einmal 100 Gramm Mehl, die haben wir schon abgewogen. Dann kommen dazu 75 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker. Die Reihenfolge jetzt ist eigentlich ein bisschen egal, nur das, was jetzt kommt, nämlich 75 Gramm Margarine, das darf erst zum Schluss rein, weil dann klumpt es nachher besser. Statt Margarine könnte man auch Kokosöl nehmen, dann schmeckt es eben nach Kokos, so ein bisschen anders. Und das machen wir aber in diesem Fall nicht, weil wir hier eine Allergikerin dabei haben, deshalb nehmen wir das nicht, aber ich wollte es zumindest machen. Dann kommt die Margarine damit hinein und wir brauchen jetzt kein Mixer, das würde viel zu schnell gehen, sondern wir nehmen einfach eine Gabel und dann zerdrücken wir die Gabel, indem wir das ein bisschen so rühren, drückende Bewegungen machen, mit dem, was da schon drin ist, mit dem Zucker und dem Mehl, und dann werden das gleich schöne Streusel. So, also wenn die Margarine noch großflockig ist, dann zerdrückt man sie mit der Gabel und man rührt immer so ein bisschen dabei. Jetzt schon, jetzt wird es flockiger.
Streuseliger. Solltet ihr das Gefühl haben, dass während ihr die Streusel macht, dass zu wenig klumpig wird, also das wären so die perfekten Streusel hier nachher, dann könnt ihr noch ein bisschen Margarine hinterher tun. Dann ist das ein bisschen deutlicher. Oder etwas, was mir jetzt spontan einspringt, wir hatten das ja schon mit dem Kokosöl gesagt, dass ihr auch das nehmen könnt. Ihr könntet, und wenn ihr jetzt eine besondere Note hinzufügen wollt, ein paar Schokoladenstreusel hinzufügen. Die haben wir jetzt allerdings nicht hier, das ist mir gerade spontan eingefallen. So, schaut, jetzt habt ihr hier die schönen, das ist jetzt hier noch ein bisschen groß, das kann man noch mal ein bisschen zerdrücken. Aber so sind nachher die Streusel richtig schön, um sie dann auf den Kuchen zu machen. Okay, so sieht es aus. So, jetzt kommt etwas Lustiges, dazu ziehe ich mir jetzt mal so ein Einmalhandschuh an. Jetzt müssen wir nämlich diese Springform einfetten. Und das geht so. Wir nehmen einfach nochmal so ungefähr einen Esslöffel Margarine. Man kann das natürlich auch mit Pinsel machen, aber so macht es mehr Spaß. Und dann packt man das da so rein. Und dann verreibt man diese Margarine so richtig schön in der Springform. So. Man kann auch lustige Smileys da reinmalen. Solange bis es wirklich gut eingefettet ist. Was wichtig ist, dass ihr den Rand schön einfettet, damit der Teig nachher nicht klebt und damit man es gut wieder rauskriegt. Und die Ecken, beziehungsweise die Seite sich treffen, das muss schön eingefettet sein, damit es nachher nicht klebt. So sieht eine perfekt eingefettete Springform aus und so die entsprechende Hand dazu. Als nächstes füllen wir den Teig in die Springform ein. Schön gleichmäßig. Möchtest du auch probieren, Dominik? Ja, sehr gerne. Ja. Ist sehr gut. Hey! So sollte der Teig nun nach dem Befüllen aussehen. Und jetzt verteilen wir die geschnittenen Äpfel auf dem Teig. Und zum Schluss werden jetzt die Streusel auf die Äpfel verteilt.
einigermaßen gleichmäßig sein. Und jetzt kommt der leckere Apfelkuchen in den Backofen. Vorsichtig, der Backofen ist vorgeheizt und schon sehr heiß, deshalb empfiehlt sich so ein Handschuh. Dort bleibt er jetzt etwa 45 bis 60 Minuten drin und wir werden ihn beobachten. Es riecht schon wunderbar. Und sind wir da? Ich habe nach etwa 50 Minuten ist der Apfelkuchen fertig. Der muss jetzt auch ein bisschen abkühlen, also schön mit Handschuhen anfassen und ihn noch so in der Form lassen, bevor man die Schwimmform aufmacht. Das dauert bloß noch, naja, so 10 Minuten. So, unser Kuchen ist jetzt abgekühlt. Jetzt öffnen wir vorsichtig die Schwimmform, um den Kuchen da rauszukriegen. Das geht so. Jetzt ja, packen wir den auf den Teller, weil auf der Backform sollte man ihn nicht schneiden, das ist nicht gut. Jetzt müssen wir das zum zweiten Mal machen hier. Ein bisschen runter mit einem Messer. Und dann schieben wir ihn auf einen Teller. Und Jana darf jetzt den Kuchen anschneiden. So, ich schneide jetzt den Kuchen an. Darf ich ihn rausnehmen? Was für ein... Mir gebührt das erste Stück. So, das war unser Workshop Apple Pie mit Streuseln. Wir wünschen euch viel Spaß beim Nachmachen. Guten Appetit. Guten Appetit. Mmh. Lecker.